Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Bloody Platin Egglock. Wir befinden uns hier auf der Route vor Elises und weiterhin in einem nicht aufgelockerten Rahmen. Ich wollte das schon voll cool sagen und dann verhaspel ich mich. Ja, aber es war nicht so lustig. Ja, weil es ist voll unlocker hier. Gegenteil von locker fällt mir gerade nicht ein. Angespannt. Nein, ich habe leider immer noch nicht auflockern für irgendjemanden. Ja, weil ich habe keinen auflockernden Pokémon dabei und ich möchte niemanden von meinen normalen Pokémon mit auflockern einfach mal, ja, haben. Ihr wisst schon Bescheid, ne, weil das ist halt nicht so cool. Aber das passt schon, das passt schon. Und Noctu sollte eigentlich easy, doch nicht One-Hit-KO'd werden. Das ist okay. Werde ich hier zur Sicherheit aufheilen? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich mache es ja trotzdem. Er geht auf Ruheort. Das ist tatsächlich gar nicht mal so cool. Können wir ihn bitte easy one-shotten, weil wir critten leider nicht. Aber jetzt treffen wir doch bitte. Treffen wir. Ach komm schon. Hypertrank, ist es jetzt gerade dein Ernst? Das dauert einfach meine PP aus. Das ist ein Plan oder was? Ja, aber jetzt treffen wir und damit bist du weg, Noctu. Haha. Schwalbos kommt rein. Doch nicht so cool. Hat das Ding Hitzewelle? Ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass er Hitzewelle drauf hat, aber ich gehe trotzdem mal in Game Senpai. Denn ich sollte eigentlich jeden Hit tanken. Außer es kommt gerade sowas. Nein! Nicht in einem. Nein! Nein! Nicht Doppelteam und Auflocker. Also nicht auflockern. Nebel halt. Aber wir treffen. Was ist da los? Alter, Game Senpai ist der MVP. Und wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist Bandit, das ist Stab, das ist alles. Tschüss, Schwalbos. Alter. Ich dachte gerade wirklich, Alter, was ist da los bei dir, Mann? Taubers, ja, das ist okay. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ich kann weiter auf Donnerzahn gehen. Und er geht auf Rückenwind. Verdoppelt somit seine Initiative, ist aber anscheinend sowieso schneller, also bringt ihm das gar nichts, deswegen, ja, hallo, hat ja super viel gebracht, Mann. Er geht auf Flügelschlag, ist resistiert, ist nur ein Tauboss, also vor allem nur ein Tauboss, aber tschüss, hier Tauboss, weil das sollte auch auf jeden Fall reichen und damit bist du auch weg. Ja, nice, das ist doch schon mal sehr schön. Damit sollten wir eigentlich auch schon am Ende der Route sein oder auch nicht, das ist nur alter Opa, aber ich glaube, der kämpft nicht gegen uns oder auch doch, alter Opa. Beim alter Opa, wow. Der hat hier richtig die... Alter, doch nicht, der ist ja doch gar nicht so alt. Ich wollte gerade sagen, der ist ja hier noch richtig aktiv, Mann, in seinem jungen, in seinem jungen Alter, genau. In diesem Alter, aber der Typ ist ja gar nicht alt. Der sieht nur so alt aus. Aber sein Sprite ist halt null alt. Also, vor allem null alt, was rede ich hier wieder? Null alt, er ist null alt, Digga. Oh, Mann. Ja... Genau. Eisenschädel sollte ein bisschen Schaden machen. Drachenklaue sollte keinen Schaden machen. Also sollte das passen. Und wir gehen auf Ruckzuckieb und vielleicht reicht das ja sogar aus. Ja, easy. Perfekt. Das sieht man auch gerne. Altaria kommt rein. Das ist, glaube ich, handelbar. Immer noch mit Razor. Wenn wir jetzt hier noch, wenn er jetzt noch hier den Feen-Typus hätte, also wenn er eben mega wäre, dann wäre es halt natürlich nochmal super nice, aber warte mal. Er hat Drachenpuls und Drachentanz eingesetzt. Das ist auf jeden Fall intelligent. Und Alter, hat der Ruckzucki viel Schaden gemacht durch den Crit. Das ist ja krass. Ich werde hier mal keinen Crit riskieren und dass ich vielleicht misse mit dem Hypertrank, vor allem mit dem Ruckzucki durch den Nebel. Dementsprechend bin ich hier mal auf den Hypertrank gegangen. Und damit ist Altaria weg und damit erreichen wir Level 58 schon auf Razor. Wir müssen ja auch da das Glücksei drauf haben. Also bekommen wir dadurch auch ein paar schneller die Erfahrungspunkte. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal Vahtari ein bisschen weiter trainieren, denn ich merke, dass Vahtari momentan doch ein bisschen behind fällt. Und Janina auch ein wenig. Wobei Jerry ist ja richtig behind, merke ich gerade. Level 55. Vielleicht sollte ich dann Akali mal ein bisschen trainieren. Das wäre vielleicht schlau, aber das war es ja jetzt hier sowieso auf der Route. Und dann müssen wir wirklich in Elises sein, wenn es mich nicht täuscht. Da ist Route 210. Also hier war Route 210 und hier ist jetzt Elises. Ja, nice. Damit können wir uns jetzt aufheilen. Und schauen mal, was es hier so gibt, weil ich weiß nicht, ob es hier eine Arena gibt. Denn, ja, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wo die nächsten Arenen sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass die letzte Arena in Sonneweg ist. Oder auch nicht. Es kann gut sein, aber ich glaube, es war so. Aber sonst weiß ich nicht, welche Arena noch auf uns zukommt. Und wo diese Arenen vor allem sind. Und was ist hier vor den Ruinen, bla bla bla. Warte mal, ist das nicht die Mutter von Dingens? Von Cynthia? Nein, anscheinend nicht. Das ist anscheinend dann doch nicht die Älteste, weil die hätten mir dann gesagt, ja, ich bin die Mutter von Cynthia und gib mir bitte den Talisman oder so. Die Frage ist nur, wo die Mutter von Cynthia ist, weil die muss sich ja finden, um ihr den Talisman zu überreichen. Aber ich werde hier einfach mal überall hinschauen, analog Uhr, überall mal vorbeischauen bei, in den Häusern, weil irgendwo wird sie ja sein.
Und das muss ich ja machen. Gute 211 wäre eine neue Route. Habe ich. Ja, ich habe ja noch eine Angel. Ich kann ja tatsächlich hier noch angeln in der Theorie für einen Encounter. Mache ich, glaube ich, auch gleich nochmal. Wäre vielleicht ganz schlau. Hier geht's runter oder so. Ich dachte, man kann hier so runterrutschen. Nein. Warte mal, sind das hier. Das ist die Alga. Das ist Pike hier, ne? Ja. Das ist nice. Aber hier ist doch bestimmt die Mutter drin. Oder auch nicht. Wo kommst du denn her? Hm, 200 Dorf. Okay. Bekomme ich hier irgendwas? Vesprit. Bla bla bla. Ich möchte eigentlich nichts über Vesprit erfahren, aber trotzdem mal Ja gedrückt, weil vielleicht bekomme ich ja danach irgendwas Cooles, aber leider nicht. Schade. Und hier noch irgendwas? Nein, leider auch nicht. Es müsste doch irgendwo irgendetwas geben, oder nicht? Also irgendwo müsste ich irgendwas bekommen, neben dieser alten Oma da, der ich eben den Talisman überreichen soll. Aber ich muss halt sowieso überall nachschauen, weil wegen der alten Oma. Deswegen mache ich das auch, sonst hätte ich das halt nicht gemacht, aber okay. Hier ist die alte Oma anscheinend nicht. Da ist sowas, was auch hier für Celebi da ist, oder? Also, so ein bisschen Hardcore Soul Silver, sowas ähnliches. Drachenzahn, okay, nice. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber danke, Mann. Und hier können wir wahrscheinlich dann noch nicht rein oder so. Dieser Ort ist ohne Bedeutung, hier gibt es nichts von Wert. Da macht es auch nichts, wenn hier ich unsere Galaktikbombe zünde, was? Wenn du dich mir den Weg stellst, würde ich dich durch einen Pokémon-Kampf besiegen. Also willst du dich immer noch mit mir anlegen? Ja, natürlich. Was willst du denn? Ich zerstöre dich easy. Komm ran, Mann. Was willst du, Galaktikrüpel? Parasel? Ja, come on. Hallo, das ist Easy Snackrap für Vahtari. Vorher gehe ich erstmal auf Schwertanz und werde hier mich erstmal schön hochboosten, um dein ganzes Team zu sweepen, weil Vahtari braucht ein paar Erfahrungspunkte. Du kannst dich zwar auch gerne boosten mit Wachstum, aber ich bin schneller und damit besiege ich dich. Deine Psychoklinge ist sehr effektiv auf dich. Ich habe einen Stab drauf und bin bei plus 2. Also, tschüss, Parasek. Das kannst du in keiner Dimension überleben. In gar keiner. Selbst in der Zerrwelt nicht. Alter, jetzt habe ich gespoilert. So, da kommen wir nur Fliebes. Stimmt, die Zerrwelt, das muss ich ja auch noch in diesem Spiel machen. Und ich kenne mich da kaum aus. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht und wie ich dann zu Giratina komme. Das wird lustig. Das wird ja richtig lustig. Vielleicht muss ich sogar nachschauen, wie das geht, weil ich glaube, dass die Zerrwelt sehr kompliziert ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt auch total täuschen. Aber ich glaube zumindest, dass sie jetzt nicht super einfach ist. Und Vahtari sweept hier halt wirklich einfach easy durch. Das können wir halt einfach speeden, weil die KP wirklich, ja, die gehen so langsam runter. Platin, wieso habt ihr das angetan, dieses Spiel? Sonst wäre es viel, viel besser. Das, also, es ist halt nicht schlecht dadurch, aber das Spiel wird halt dadurch etwas langsamer. Das wird mir alles zu viel, ich habe auch nur zwei Hände. Dieses, oh, das ist doch ein Nichts, da verschwinde ich besser. Okay, gut, und da müsste jetzt die Oma sein, oder? Das ist doch Cynthias Mutter, Oma, wie auch immer. Oh, du warst großartig, du bist vielleicht ein Trainer. Als Älteste, da ist sie doch. Alter, der Talisman, was sagst du? Cynthia hat ihn dir gegeben, damit du ihn mir bringst. Sie ist Cynthia, sie ist übrigens meine Enkelin. Ja, okay, Oma war das genau. Dieser Talisman wurde vor ewigen Zeiten in Elises angefertigt. Okay, bekommen wir dann irgendwas Krasses jetzt dafür, weil wir es ihr gegeben haben? Nein, wir dürfen einfach nur in die Ruinen gehen. Okay, dann gehen wir einfach mal in die Ruinen. Ist hier irgendwie ein extra Encounter? Oder gehört das zu Elises? Oder auch hier ist gar kein Encounter, kann das sein? Egal. Presley untersucht die antike Höhlenmalerei. Die Wand ist voller mysteriöser Zeichen. Drei seltsame Symbole formen ein Dreieck. Und in der Mitte dieser Anordnung befindet sich eine glänzende Sphäre. Was hat das nur zu bedeuten? Wir sehen hier Toads, Selfe und Vesprit. Also irgendwas hat es wohl damit zu bedeuten. Die Höhlenmalerei scheint folgende Bedeutung zu haben. Eins gab es einige Wesen, sie waren mächtig und wurden in ihrer Zeit deswegen verehrt. Es gab da einen Pokémon, deren Kraft der eines jeden der Wesen gleichkam. Diese schufen ein Gleichgewicht zwischen sich und jedem der Wesen, indem sie eine Pyramide bildeten. Dies ist eine alte Legende aus Sinnoh, die man sich noch heute in Elises erzählt. Ich wüsste gern mehr über diese Legende. Oh, okay, das ist ein Fragezeichen. Wer mag das wohl sein? Alter, Cyrus oder nicht, ne? Ist das Cyrus? Ja, ich glaube schon. Ich heiße Cyrus. Ich bin entschlossen, dem sinnlosen Streiten. Streiten? Was? Dem sinnlosen Streiten? Das ist richtig. Ich habe gerade nur an Streitereien eher gedacht. Egal. Und den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Ich strebe nach der Macht, um eine ideale Welt zu gestalten. Antworte mir also, die heutige Welt kann sich nicht verändern, da die drei Pokémon sich im Gleichgewicht halten. Willst du das damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sich die Welt im Gleichgewicht befindet. Ich bin recht zufrieden mit der Welt und ihrem jetzigen Zustand. Deine Frage interessiert mich nicht. Du gibst also vor, dass es dir gleich ist? Wie unsinnig. Du willst einfach nicht zugeben, dass die Welt nicht vollkommen ist. Ich werde die Welt verändern. Im ersten Schritt werde ich diese Höhlenmalerei zerstören, die du all die Jahre bewacht hast. Wieso? Eine neue Legende einer neuen Welt soll ihren Platz einnehmen. Wieso denn? Wieso sollte man das? Wenn du so denkst, dann fordere ich mich doch heraus. Ja, natürlich. Ja, komm ran.
Ich kenne dich, Trainer. Wir sind unserem Kaderberg begegnet. Okay, gut, dann komm ran, Mann. Dann kämpfen wir gegeneinander. Cyrus gegen Present. Oder Present gegen Cyrus. Kampfkoloss Cyrus. Krass, komm ran, Mann. Komm ran. Ursaring, ja, das ist kein Problem. Ich glaube, ich kann mich dagegen auch boosten, aber ich werde hier einfach mal straight auf den Nahkampf gehen, weil ich nichts riskieren möchte. Und das sollte eigentlich auch reichen. Und Alter, das Soundtrack geht ja richtig ab. Der ist ja richtig nice. Der ist ja richtig nice. Alter, ich fange schon an zu tanzen. Das ist traurig. Ich bräuchte jetzt hier eine Facecam, um das zu zeigen. Aber ich wippe schon um mich herum vor allem. Ich wippe hier hin und her. Kramchef. Gut, da sollte ich lieber rauswechseln. Denn ich habe jetzt ein minus 1 Def drin. Und Sturzflug wird mich halt easy killen, wenn er Sturzflug hat. Vorbei. Sturzflug. Ist es schon in der vierten Gen verfügbar, die Attacke? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir gehen auf Game Senpai. Aber Alter, ist das Soundtrack gut. Mann. Das ist ja richtig nice. Der ist ja richtig nice. Borschnabel, komm ran. Ja, passt schon. Borschnabel ist auf jeden Fall okay. Donnerzahn sollte ihn aber besiegen. Und Nachtdieb sollte mich, denke ich mal, nicht besiegen. Oder? Oder? Ein Crit! Nein! Game Senpai, nein! Nein! Ach, komm schon! Das ist doch super dumm! Schon wieder ein Pokémon verloren wegen einem Crit! Schon wieder. Das ist schon wieder ein Elektro-Pokémon vor allem. Das letzte. Sag mir nicht, dass ich Ratschke wegen einem Crit verliere. Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich. Warte, Life-Orb-Damage. Nein, das macht über 20 KP. Nein, Life-Orb wird mich besiegen. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Nein. Nein, dieser blöde Crit. Wieso ist das passiert? Wieso? Ich hasse dich. Ich hasse dich und dein Leben. Ich hasse dich. Komm ran. Ich töte dich jetzt in die nächste Dimension. Ich töte dich jetzt in die nächste Dimension. Du hast zwei meiner Pokémon aus dem Spiel genommen. Ich booste mich jetzt und jetzt zeige ich dir die Power von Vahtari. Nee, weißt du was? Ich lasse mich gar nicht auf das Spiel ein. Ich gehe auf den Hyperheiler. Das ist ja richtig dumm. Ich hasse dich, Mann. Ich hasse dich. Du bist richtig blöd. Du willst die Welt verändern, du willst mich halt nur töten, Mann. So, wir gehen jetzt hier einfach auf den Nahkampf und töten dich in die nächste Dimension. Komm ran, Mann. Komm ran. Komm, ich töte dich, Mann. Ja, komm, Piondragi, tschüss. Du bist jetzt weg. Tschüss. Ein Grab habe ich dir jetzt geschaufelt. Alter, ich schaufel dir auch gleich ein Grab, Cyrus, Mann. Ach, Mann, das ist super dumm. Das ist super dumm, Ninjaturm. Ah, das ist zwar... Ja, wobei, nee. Das ist ein Ninja-Turm. Ich gehe einfach auf den Schattenstoß. Ach, das ist doch super blöd. Ich habe zwei Pokémon wegen jeweils einem Crit verloren. Du hast einen Sash. Du hast ernsthaft einen Fokusgurt. Schattenstoß killt mich das jetzt nach dem Death-Boost, nach dem Death-Drop. Schattenstoß. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe drei Pokémon verloren. Das eine, das war nicht wegen Dummheit wirklich. Es war nicht wirklich wegen Dummheit. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist halt echt nicht dein Ernst, oder? Ich habe mein halbes Team gegen Cyrus verloren. Wegen einem Ninja-Turm und zwei Crits. Und dabei waren das auch noch alles so gute Pokémon. Das ist doch blöd. Und null Pokémon... Du gibst mir gar kein Geld dafür? Es ist... Erstaunlich. Nein, das ist nicht erstaunlich. Das ist nur traurig. Ja, super. Und ich bin erst in, ja, die Hälfte des Passes gerade mal dran. Und ich muss halt eigentlich jetzt schon super viel trainieren und mir neue Pokémon anschaffen. Vor allem 3 erhalten. Ja, Surfer immerhin. Ja, super. Ach, komm schon. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich kann mir halt einen Encounter auf der nächsten Route schnappen. Aber ich habe super wichtige Pokémon verloren. Ich hoffe aber nicht, dass jetzt hier irgendwie gleich Timo kommt und noch gleich gegen mich kämpfen möchte. Das könnte halt auch sein. Ja, Galaktikbombe, bla bla bla. Geschwätz. Irgendwas, was ich wissen muss. Anscheinend nicht, oder? Hat es mir Spaß gemacht. Ich muss nach Fleetburg, okay. Das ist echt... Also zwei Crits, das war wirklich... dafür konnte ich nichts. Vielleicht hätte ich Galagladi auswechseln können gegen Ninjaturm. Das war möglicherweise mein Fehler. Dennoch, wer rechnet hier mit einem Fokusgurt? Im Competitive ja, aber nicht in dem Spiel hier. Und ja,
Hätte ich aber mit rechnen sollen. Es ist Bloody Plady. Ich hätte rauswechseln können in Akani. Es ist halt super sad. Bleiben wir einfach dabei und packen erstmal die Items jetzt hier runter. Von Alma Ratschke, der tot ist. Von Alma Game Senpai, der nicht lange überlebt hat, aber eigentlich relativ gut fürs Team war. Auf jeden Fall für die Wasserarena. Und Wachtari. Ja, super. Pokémon bewegen. Einfach mal alles tot, Mann. Drei Mons verloren. Drei Mons. Ihr habt alle, die ganzen Parts über nach Toten gefragt, wahrscheinlich. Also nicht gefragt, ihr habt das nie jetzt aktiv gesagt. Alter, ich möchte, dass mehr Pokémon sterben. Aber ich weiß doch, wie es als Zuschauer ist. Man möchte auch ein paar Pokémon sterben sehen. Und jetzt habt ihr, glaube ich, genug Sterben gesehen, Geist. Da ist es jetzt genug gestorben. Ach, Mann. Das ist doch echt blöd. Was nehme ich jetzt stattdessen rein? Das ist jetzt so die große Frage. Ich habe halt Riolu schon mal genommen und Scarabon. Kampfhuren wäre halt super eigentlich. Parasect muss ich wegpacken. Das war ja das Pokémon, was ich freilassen soll. Entlassen wir das mal. Also, entlassen. Parasect. So. Was können wir denn gebrauchen? Was haben wir jetzt hier verloren? Wir haben Elektro, Psycho, Kampf und Normal verloren. Elektro, Psycho, Kampf und Normal. Was können wir dafür reinpacken? Wir haben tatsächlich nichts, was wir jetzt gut dafür reinpacken können. Wir können tatsächlich sogar Bonsai-Ding reinpacken. Vielleicht mache ich das sogar. Ich werde nicht noch einen Polygon reinpacken. Das werde ich nicht machen. Ich werde jetzt hier aber zuallererst auf die nächste Route kurz gehen und nochmal ein paar Pokémon fangen. Denn ich brauche auf jeden Fall einen Encounter, wobei ich jetzt erstmal hier kurz angeln werde. Das wird das allererste sein, was ich machen werde. Mit einer Profi-Angel am besten, um ein paar höhere Level zu haben als mit Angel. Und bitte bekommen wir hier irgendwas? Da beißt nichts an, okay. Ich werde mal ganz kurz die Angel ausrüsten, damit ich hier nicht immer hier in den Beutel rein muss. Ach, ihr merkt es gerade, ich bin gerade wieder richtig down. Das hat mich wirklich down gemacht. Ich werde mal hier angeln, vielleicht klappt es ja hier besser aus irgendeinem Grund. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bekommt man hier auch gar nichts. Das könnte natürlich auch sein, dass man hier gar nichts bekommt. Ah, da kommt doch was. Oh, das Pokémon ist entkommen. Also, auf jeden Fall können wir hier was fangen. Da haben wir schon mal diese Gewissheit. Ich hätte hier vielleicht nicht so krass speeden sollen, weil dadurch ist mir das Pokémon eben entwischt, weil ich zu krass gespeedet habe. Also, zu krass ist voll übertrieben, aber ich habe halt eben, ja. Ich speede halt immer wieder, damit es halt nicht so lange dauert. Und dann habe ich ein schlechtes Timing. Ach ja, und wir bekommen hier einen Schmerber für Level 16. Ich muss halt dann super viel trainieren, aber das sollte passen. Ich werde einfach Hyperbälle werfen. Ich glaube, es gibt immer noch Städte, wo ich kein Pokémon in der Stadt gefangen habe. Das muss ich auch nochmal durchsuchen, wo ich eben da einen Counter habe. Beziehungsweise könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Aber ja, ach man. Ich bin gerade sad. Ihr merkt es doch einfach. Ihr merkt es halt richtig gerade. Und das ist auch... Ich kann es halt jetzt nicht unterdrücken. Ich kann jetzt hier nicht wieder super, super fröhlich sein oder so. Und das irgendwie spielen. Nein, das demotiviert mich gerade etwas rein zufällig. Warte mal, ach, ich möchte nicht immer wieder auf die Angel kommen. Ich möchte eigentlich das Fahrrad registrieren. So, das wollte ich. So, dann werden wir mal, bevor wir Schmerbe noch austauschen, noch ein Pokémon fangen. Und dann haben wir hoffentlich gleich noch zwei coole Pokémon, die wir vielleicht mit ins Team nehmen können. Und ich werde mal zur Sicherheit abspeichern, falls aus irgendeinem Grund jetzt irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ich habe ab und zu Angst, dass aus irgendeinem Grund das Spiel abstürzen könnte. Man weiß ja nie. Es könnte jetzt aber so rüberkommen, dass ich extra speichere und dann gleich sage, Alter, upsala, ich habe versehentlich gecuttet, weil ich jetzt komplett gestorben bin oder so. Könnte natürlich wirklich so rüberkommen, aber würde ich einfach den Part neu aufnehmen können, wenn ihr sowas denkt, ne? Also, wenn ihr jetzt irgendwie denkt, dass ich sowas mache, dann könnte ich eigentlich ganz den Part neu aufnehmen, wenn ich jetzt so bin, aber bin ich ja nicht. So, da ist ein Altaria, das ist ein neuer Encounter und wir werden einfach mal auf Flammlitz dagegen gehen, weil das ist resisted und das sollte dementsprechend passen. Und wir wechseln mal ganz kurz raus in Razor. Denn wir fangen auf jeden Fall die Drachenattacke ab und du kannst dich gerne Drachen tanzen und dann auf Drachenpuls gehen, habe ich kein Problem mit. Feuerodem passt auch. So, ich gehe mal auf B rechts Speed. B rechts und Speed. Leider nicht geklappt. Ach man, das ist doch super blöd. Das ist super blöd. Ich hoffe einfach, dass wir gleich coole Encounter bekommen. Das wäre das, was ich jetzt gerade nur hoffe. So, B rechts und Speed. Easy. Easy, easy, easy. So, kein Spitznamen bitte, nein. Und dann gehen wir wieder zurück auf die letzte Route, zurück nach Elises. Oder, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt richtig ausspreche, ist ja auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall jetzt dahin, um, ja, meine Pokémon auszutauschen, die beiden, die ich jetzt gerade gefangen habe. Ja,
Ach man, ich schaue jetzt einfach nach vorne. Ich hoffe einfach mal, dass wir zwei coole Pokémon jetzt bekommen. Durch Altaria und Schmerbe. Weil wir tauschen erstmal Schmerbe aus. Schmerbe auf Level 16. Wir würfeln die Boxnummer. Ah, ich bin viel zu schnell. Die Boxnummer 3 mal wieder. Die habe ich schon so oft bekommen. Dann haben wir die Reihe 2 und die Spalte 4. Das ist die Nummer 4. Und dann haben wir Semen-JP. Okay, ich weiß gerade nicht, von welchem Zuschauer das ist, aber okay, 7JP, dann schauen wir mal, was für ein Item du trägst, die Scope-Linse. Das könnten verschiedene Pokémon tatsächlich sein. Ich hoffe nicht, dass es etwas ist, was wir schon haben, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Ja, das haben wir schon, ach komm schon. Dupes Claws wäre jetzt super hilfreich. Aber ich habe jetzt ein bisschen was im Voraus produziert, dementsprechend weiß ich nicht eure Kommentare vom letzten Part, wo ich das gefragt habe. Also kann ich jetzt gerade nicht drauf eingehen. Ich werde es jetzt halt erstmal so nehmen, ne? Aber vielleicht wird die Dupes Claws auch aktiv sein, ich weiß es doch noch nicht. Pokémon bewegen, wir gehen dann wieder zurück. Wobei, nee, Altaria ist doch hier in der Team-Pokémon-Abteilung da. So, und wir würfeln wieder ein Pokémon. Und zwar würfeln wir die Nummer 3. Eine Box meine ich. Schon wieder die Nummer 3. Okay, wir würfeln die Reihe 1 und die Spalte 2. Das war die Reihe 2. Guys, ich habe nicht die Reihe 1 gewürfelt. Das war die Reihe 2. Ich habe nur was Falsches gesagt. Reihe 2 und Spalte 2. Alles safe. Bevor wieder Leute sagen, Alter, der Prison kann nicht zählen. Alles safe. Und das ist ein Ei von LP Danilo YT. Also LP Danilo kenne ich auch. Und dann schauen wir mal, was für ein Item du hast. Überreste. Das könnte sogar vielleicht hilfreich sein. So ein etwas defensiveres Pokémon. Aber schauen wir einfach mal nach, was es ist. Es ist ein Vulcano. Es ist zwar eine super coole Geste, aber es ist gerade nicht das, was ich haben möchte. Leider überhaupt nicht. Leider überhaupt nicht. Wir haben halt jetzt nichts Neues bekommen und das ist gerade ein bisschen das, was mir Sorge bereitet. Weil ich gerade nicht weiß, wie ich das Team neu aufstellen soll. Und ob die Dupes Claws vielleicht doch zählen soll. Ich muss vielleicht mich einfach entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Es wäre eine Möglichkeit. Wir haben halt auch so viele Eier. Ich glaube, es kommt euch nur zugute, es kommt mir zugute. Ich glaube, niemand hätte was dagegen. Ich weiß es halt tatsächlich noch nicht. Schauen wir einfach mal nach. Also wir hätten... Was hätten wir denn was mit reinnehmen können? Wir können ein Nidorino mit reinnehmen. Panflam wäre auch eine Möglichkeit. Panflam wäre eine gute Möglichkeit. Ich werde mir mal Panflam hier rauspicken. Panflam ist ziemlich gut. Das werden wir wahrscheinlich mit rein ins Team nehmen. Das hatten wir bisher noch nicht. Ich könnte mir tatsächlich Hutut oder Bonsai-Ding vorstellen. Ich werde wahrscheinlich zu Hutut erstmal tendieren, oder? Haben wir schon Flug-Pokémon? Na, nicht wirklich, ne? Und es ist halt relativ defensiv und es wäre vielleicht ganz hilfreich. Aber Bonsai-Ding hat natürlich auch Style. Ich muss auch ganz kurz mal nachschauen, ob die legal sind. Aber ich kann es auch mir dann wahrscheinlich denken. Superschütze ist richtig, Blubber ist richtig, Flammenblitz, Aeroas ist, glaube ich, ist es richtig? Ich schaue gleich mal nach. Ich wusste nicht, dass Vulcano Aeroas erlernen kann, tatsächlich. Aber das schauen wir gleich mal nach. Ja, ich weiß noch nicht. Aber Funflam werde ich auf jeden Fall trainieren. Und dann muss ich weiterschauen. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal ganz kurz schneiden. Beziehungsweise werde ich hier, glaube ich, den Part beenden. Und dann zum nächsten Part nachschauen, ob die richtig sind. Und würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Wertung da. Es würde mich sehr motivieren, weil, ja, ihr seht gerade oder merkt es. Ich bin gerade etwas demotiviert durch die ganze Sache. Bis zum nächsten Mal und ciao!